Bambi 2014 in der Kategorie Charity geht an ihre königliche Hoheit, Kronprinzessin Mary von Dänemark. Guten Abend. I would like to start by thanking her. Ich möchte anfangen, indem ich zunächst Herrn Dr. Burda danke dafür, dass er diesen Preis verleiht. In Anerkennung der Notwendigkeit, zu kämpfen für die Rechte von Frauen und Mädchen und ihrem Recht auf ein Leben, das frei ist von Gewalt. Geschlechtlich motivierte Gewalt ist eines der durchdringendsten Verletzungen der Menschenrechte in der heutigen Welt und ist ganz klarer Ausdruck von Ungleichheit in unseren Gesellschaften. Sie wirkt sich aus auf alle Lebensbereiche und dies allen Bemühungen der letzten 20 Jahre um ihre Eindämmung zum Trotz. Diese Form der Gewalt durchdringt weiterhin alle Schichten der Gesellschaft in allen Ländern der Welt. Erschreckenderweise, wie Maria Furtwängler gerade sagte, und das wiederhole ich an dieser Stelle noch einmal, da es in der Tat eine erschreckende Tatsache ist, ist es so, dass in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union jede dritte Frau physische und oder sexuelle Gewalt erfährt nach dem Alter von 15 Jahren. Und wie oft, glauben Sie, stirbt ein heranwachsendes Mädchen infolge von Gewalt in der Welt? Alle 30 Minuten, alle 20 Minuten oder alle 10 Minuten? Schockierenderweise ist es alle 10 Minuten. Über Gesetze und ihre Anwendung hinausgehend müssen wir anerkennen, dass die Ausrottung von Gewalt gegen Mädchen und Frauen eine neue Haltung erfordert, eine neue Geisteshaltung. Wir müssen einen Paradigmenwechsel schaffen. Dieses Thema ist nicht nur ein Frauenthema und es kann hier keine Unbeteiligten geben. Es ist eine Frage der universellen Menschenrechte, gleicher Rechte zwischen Männern und Frauen und der Menschenwürde, die uns alle betrifft, die uns alle involviert und die von uns gemeinsames und sofortiges Handeln erfordert. Wir müssen zusammenstehen und uns stark machen für Null Toleranz. Wir müssen uns fragen, wie können wir eine Generation sicherstellen, in der Gewalt gegen Frauen und Mädchen nicht länger als akzeptabel angenommen werden kann. In weniger als einem Jahr wird die internationale Gemeinschaft einen neuen globalen Rahmen verabschieden für nachhaltige Entwicklung. Einen Rahmen, der aufbauen wird auf die Errungenschaften der 8 Millennium-Entwicklungsziele. Doch trotz des bisher Erreichten klaffen weiterhin Lücken. Und leider blieben Frauen und Mädchen hierbei auf der Strecke. Doch jetzt haben wir die Gelegenheit, Frauen und Mädchen in ihren Rechten zu stärken, für die Gleichheit der Geschlechter zu kämpfen und für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Dies sind die grundlegenden Elemente einer menschengewandten, einer sozial gerechten und einer effektiven globalen Agenda zum Nutzen der gesamten Menschheit, einer Agenda, von der sowohl die heutige als auch zukünftige Generationen profitieren werden. Ich fühle mich wahrhaft geehrt, diesen Preis heute Abend entgegenzunehmen. Ich nehme ihn entgegen in Anerkennung all der Verfechter einer Welt, die frei ist von Gewalt gegen Frauen und Mädchen, all derer Frauen, Männer, Jungen und Mädchen, die das Schweigen und den Kreis der Gewalt durchbrochen haben. Und ich nehme diesen Bambi entgegen als eine Fackel der Hoffnung für jede Frau und jedes Mädchen, die mit Gewalt oder in Angst vor Gewalt leben. Vielen Dank. Okay.
Hier ist das momentan angesagteste Model der